Hallo und herzlich willkommen, ich bin wieder euer Conne, wir sind zurück bei Super Mario 3D World. Ja, grüßt euch. Wir gehen ins nächste Level, ich spiele auch nochmal eine Runde mit Mario weiter, weil es ist ja auch sein Spiel. Und es ist wieder so ein nach oben gescrolltes Ding. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hoffe, boah, nein, ey, das ist bestimmt da mega schwierig. Ich hoffe, ich musste die jetzt nicht alle töten. Aber es sieht richtig cool aus. Das andere Level hatte irgendwie so ein bisschen so einen dunkleren Ton. Und dieses Level, das war cool. Und dieses Level ist so unfassbar fröhlich hell. Das gefällt mir gerade extrem. Das ist so, das ist so hell und das ist alles so krass. Ich muss den Boomerang behalten, wirklich. Wirklich. Scheiße. Ach so. Okay. Wow, wie soll ich denn in die Röhre kommen? Aber ich komme nicht mehr rechtzeitig zurück, oder? Oh. Ich kann die Kirsche auf jeden Fall nicht mitnehmen und ich werde klar. Wow, wie habe ich das denn gemacht? Wie bin ich denn jetzt dem Gerät da ausgewichen? Die Frage ist jetzt, oh, hier könnte es sein, dass ich alle töten muss. Oh, das läuft noch ganz gut. Oh, es könnte wirklich sein, dass man hier alle töten muss. Nee, ist nichts aufgeploppt. Wof ist die Röhre? Ach du Scheiße. Das wechselt aber nicht, oder? Das Lava-Bett. Ja, das ist jetzt nicht so schwierig dann, da irgendwie. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wo ist der dritte Stern? Und nein. Oh. Okay, wir müssen uns auf den Eisfeldern vorsichtig bewegen. Wow. Okay, das sind einfach nur... Nein. Wisst ihr was? Ich wechsel... Nein, ich wechsle jetzt doch nicht. Wechsel zurück. Ja, ich hab ihn. Jetzt könnte ich nochmal zum Tanuki-Blatt wechseln. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht einfacher ist mit Tanuki. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich den jetzt hier... Wow, das sind Feuerbälle. Oh, zum Glück. Das war echt knapp. Oh, es tut mir leid, das Level ist mega... Das gefällt mir viel besser wie das andere. Ich weiß nicht genau warum. Weil es einfacher ist? Ist es einfacher? Oh, ja, also für mich ist es einfacher tatsächlich. Ich glaube, mit Boomerang kann ich die relativ leicht töten. Ja. Oh, das Level war mega cool. Also es hat... Oh nein. Ach, die kommen viel schneller. Nein. Jetzt Rosalina. Oh, ist das ärgerlich. Ja, mit Rosalina würde ich hier bestimmt noch hochkommen. Mit Sicherheit. Oh, es ist ärgerlich. Okay. Wir müssen das Level nochmal machen. Aber wir haben alle drei Sterne und, naja, schauen wir mal. Das hat mir aber gefallen. Ich weiß nicht. Also, das fand ich viel schöner. Ich fand das schon vom Look her einfach angenehmer, weil das nicht so dunkel war. Diese hellen Waben haben mir richtig gut gefallen. Und ja, es kam mir einfacher vor wie das andere. Auf jeden Fall. Am Ende, es war halt einfach, ja, ein bisschen Trolling, ne? Dass die Dinger so schnell kamen, da konnte ich nicht mehr mit. Vor allen Dingen mit Mario, der so einen niedrigen Sprung hat, nicht mehr so gut drauf reagieren. Aber naja. Wir haben es geschafft und die Goldfahne kriegen wir auch noch. Hä, warum kommen da keine Stacheln? Nein! Die kommen nur... Oh, die kommen... Hä? Die Stacheln kommen nur raus, wenn ich... Warum kann ich hier hoch? Ist das ein Bowser Castle? Nee. Musste ich da so hin? Ich habe jetzt noch keinen grünen Stern gefunden. Ich hoffe, das ist in Ordnung auch.
Wann genau... Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wann hier die... Ich probiere jetzt mal was ganz Verrücktes. Ey, das funktioniert sogar. Das ist ja geil. Also die... Boah, die Katze macht schon Spaß. Oh nein. Ah, die... Ja, wir töten uns nochmal. Das... Die Stacheln sind scheiße getimed. Da muss man... Das muss ich anders machen. Das muss ich auf jeden Fall anders machen. Oh nein. Oh, wie soll ich denn dann hier die Katze bekommen, wenn ich das Item da verliere? Auch hier wieder mit Rosalina natürlich viel, viel einfacher. Aber wie soll ich das denn... Wenn ich nicht Rosalina habe, wie soll man das denn dann machen? Oh, hier ist ein... Hier ist ein kaputtes Ding, aber na, hier sind mehrere kaputte Dinger. Ups, okay. Nein, du Pisser! Ich weiß, ich sterbe jetzt hier die ganze Zeit am Anfang. Aber... Ja, das war jetzt natürlich richtig dumm. Liegt es an der Zeit, die ich auf den Dingern drauf bin, wann die hochkommen? Ne, ich glaube nicht, oder? Weil... Ne, siehst du... Warum? Ich wechsle auf Rosalina. Könnt ihr mir erklären, wie diese... Wie diese Stacheln sich timen? Weil da komme ich gerade nicht hinter. Verstehe ich nicht. Nein. Nicht Todd. Ich glaube, Todd ist in dem Level die allerschlechteste Wahl. Naja, wieso sind die jetzt gar nicht rausgekommen? Verstehe das nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. Wow, zum Glück hat das jetzt funktioniert. So, da ist wahrscheinlich noch eine Glocke oder so. Ich weiß es nicht. Ist mir aber egal. Ich werde es jetzt halt einfach so machen. Nein! Ja, egal. Ich habe Rosalina, von daher komme ich da auch so hoch. Ich finde das Timing der Stacheln hier... Oh, das gibt es nicht. Richtig schwierig, richtig schwierig. Ey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie die sich teilen. Bin ich so blöd, oder? Habt ihr das sofort verstanden, wie die sich teilen? Versteht ihr mein Problem? Oder bin nur ich so dumm? Guck mal, die kommen zum Beispiel gar nicht raus. Das ist doch alles ein bisschen komisch. So, wir haben immerhin schon mal die Mittellinie. Und ich hoffe einfach mal, dass wir noch keinen grünen Stern verpasst haben. Ach du Scheiße, ey. Wobei das vielleicht ja gar nicht so schwierig ist. Wow, okay. Der Stern sieht auch interessant aus. Ist, denke ich, relativ einfach machbar, indem ich jetzt hier runterspringe und dann wieder hochkletter, ja. Ich habe auch kurz überlegt, ob man da so drumrum klettern soll, aber ich... Ja, das war keine gute Idee. Einfach kurze Sprünge, du scheiß Feuerbruder. Naja, egal. So, der letzte Stern fehlt noch. Da ist er, okay. Er sollte mit Rosalina... Aber das ist auch wieder krass, ne? Die... Was für eine Schwierigkeit so ein Level mit einem Charakter gewinnt oder verliert, ne? Aber das funktioniert, also es passt nicht ganz. Wow! Nein, warum? Ich muss dran denken, dass ich mit Rosalina den Wirbel machen kann, auch wenn ich einen Weitsprung mache. Das könnte auch noch hilfreich werden in dem Level. Wobei wir ja auch schon fast durch waren. Ne, ich meine, wir hatten es ja schon so gut wie. Das ist eigentlich das ist vorletzte Level, oder? Ne, zurück kann man rumklettern, aber ich glaube, hin wäre es nicht so gut gewesen. Och, scheiße, ich will meine Katze hier nicht verlieren, aber
Er ist einfach echt ein bisschen schwierig, der Typ. Nein! Geh einfach bitte da drauf. Ich wollte den Stern einsammeln und dann mit einer Wirbelattacke direkt wieder zurück, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht so genau, wie das mit dem... Also, ich weiß noch nicht so genau, wie dieser Abschnitt funktionieren soll. Ich würde halt gerne einfach mal mit Katze hinkommen. Das würde wahrscheinlich schon... Wow. Einiges leichter machen. So. Nochmal hoch. Den Stern einsammeln. Ja, zum Glück gibt es hier Mittellinien. Ich hatte das gar nicht mehr so richtig im Kopf, ob hier vielleicht... Hätte ja auch sein können, dass sie das einfach... ohne Mittellinien gestalten. Nein, 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 nein. Wow, wow. Okay, das war mega. Alles koordiniert und geplant. Ungefähr so sollte man das auch machen. Ich glaube, das ist so geplant, aber... Oh, zum Glück. Na, ja, ja. Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Ach du Scheiße, guck dir... Wobei, ich glaube, das sieht auch schwieriger aus, als es ist. Wobei das jetzt natürlich dumm war. Naja, aber das sieht wirklich schwieriger aus, als es ist, weil hier ist ja nur eine... Hier ist ja nur jetzt immer eine Reihe offen, über die man dann rüberspringen muss. Das ist wie Hürdenlauf mit ganz niedriger Hürde. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen schwieriger hier, weil hier hast du zwei Hürden. Aber naja, nee, das kriegt man hin. Das ist in Ordnung. Und damit haben wir das Level dann auch geschafft. Ach, krass, ey. Jetzt müssen wir nur noch die Goldfahne bekommen, aber ich probiere mal was. Nein, ich bin so behindert. Warum mache ich das? Ich wollte noch gar nicht dran springen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, ob das von der Höhe her passt. Scheiße. Jetzt müssen wir durch die beiden Level noch einmal schnell durchlaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch in dem Part. Und dann haben wir das letzte Level hier in der Blumenwelt, aber das ist noch nicht das Ende. Das weiß ich. Es kommt noch ein Rätselhaus mit, 30 Sternen, glaube ich. Das könnte krass werden. Ja, wir nehmen Rosalina, doch, doch. Wir kriegen ein Rätselhaus mit 30 Sternen, glaube ich. Und ich glaube, es kommen noch zwei andere Sachen. So ein Todd-Level kommt auch noch. So ein Kapitän Todd-Level, glaube ich. Und dann das letzte Level, was wohl richtig überhart sein soll. Ich bin mal gespannt, wie ich mich im letzten Level mache. Das könnte sein, dass ich da verzweifle. Könnte aber auch sein. Manchmal habe ich so Momente, wo... Ich habe halt in dem Spiel nicht geglänzt. Und manchmal habe ich so Momente, wo ich halt... in dem Spiel dann tatsächlich auch nicht glänze, aber dann bei dem allerschwersten Level, dass ich das auf einmal, hups, oh, geschafft. Aber das ist halt auch nicht oft. Das ist auch voll die dumme Aussage eigentlich. Ja, aber ist mir schon mal passiert so, in der Art und Weise. Ja, mit Rosalina ohne Boomerang kann man sich, denke ich mal, hier besser fortbewegen. Wofür ist der... die Kirsche. Ich glaube, die ist nur wegen dem ersten Level da, oder? Also das ist ja wieder so ein quasi ein Remake-Level, weil das Level an sich gab es ja schon mal, nur ein bisschen verändert halt. Wow! Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich auch noch überhaupt... Wow, ich wäre fast runtergefallen. Ich habe mich auch noch überhaupt gar nicht wirklich noch überhaupt null auf das Level gespoilert, was da noch kommt. Also ich kenne es schlicht und ergreifend noch nicht. Ich weiß nichts von diesem Level. So, ich hoffe, dass wir das jetzt hier... Nein, warum lasse ich mich so leicht treffen? Das ist so unnötig. Was jetzt... Oh nein. Das ist so wirklich unnötig. Es ist aber hier eigentlich voll einfach durchzukommen. So, da ist der letzte Stern. Aber wir müssen gleich die... Nein! Oh, du bist so blöd! Geh
Geh doch ein Stück nach vorne. Jetzt muss ich das Ganze nochmal durchscrollen lassen. Ich hasse Scrolling-Level, ey. Oh Mann. Ich hasse sie. So abgrundtief, weil sie so lange dauern. Das war wieder so ein flüchtig... Das waren wieder eigentlich nur Flüchtigkeitsfehler. Oder? Waren das Flüchtigkeitsfehler? Man kann da ja nicht sagen, na, du hast keinen Skill in dem Fall, weil dafür brauchst du ja keinen Skill. Also nicht wirklich. Also keine Ahnung, ey. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Ich glaube, das andere Level laufen wir dann im nächsten Part durch. Wow! Weil ich habe keine Lust so... Also, ich bin mal gespannt, wie ich das mit dem letzten Level lösen werde, weil... Also, ich werde keine 2-Stunden-Parts aufnehmen. Zum einen, weil ich nicht weiß, ob mein Aufnahmeding das überhaupt hinkriegt. Ne? Ich will auch nicht unbedingt Aufnahmen crashen und so. Alter, willst du mich verarschen? Scheiß Gerät, ey. Können jetzt mal die Kirsche einsammeln. Dann haben wir vielleicht auch nochmal einen Treffer über. Ja, zum einen weiß ich nicht, ob mein Aufnahmeproblem das schafft. Ich will nicht so eine richtig asynchrone Aufnahme haben. Vor allen Dingen will ich auch nicht, dass die Aufnahme damit, also das Aufnahmegerät damit anfängt, sowas zu tun, weil bis jetzt passiert es ja nicht. Bis jetzt ist es meistens immer... Also, ich glaube, es ist eine kleine Asynchronität am Anfang eines Partes. Ich weiß es aber nicht genau. Scheiße, ey. Jetzt wird gerade das Herz in die Hose gerutscht. Moment! Krass. Das war jetzt mega scheiße. Aber ich habe sie nochmal zusammenbekommen. Das war auch krass. Ich bin immer noch zu zweit. Das gefällt mir. Ich weiß gar nicht genau, wie mein Aufnahmegerät da wirklich regelt. Ja, jetzt lasse ich mich halt treffen. Scheiß drauf. Solange ich noch groß bin, ist alles in Ordnung. So, und jetzt halt hier diesen scheiß Feuerbällen noch ausweichen. Okay. Hier muss ich jetzt noch warten. Ich warte einfach ganz lange. Wow, da kommen ja immer noch Feuerbälle. Ja, und jetzt raus. Jetzt muss ich nur noch die 3 Piranhas töten, dann haben wir es auch. Und ich hoffe, dann kriege ich die Goldfahne hin. Aber es müsste eigentlich klappen. Zack, zack. Mit Rosalina. Rosalina ist echt overpowered, Alter. Das ist wirklich ein krasser Charakter. Ich würde gerne mal einen Jump'n'Run haben, wo das so richtig auf sie ausgelegt ist. Ja, jetzt habe ich das verkackt. Ich hoffe... Nein. Sag mir bitte nicht, dass ich da nicht mehr hochkomme. Na, dann mache ich... Nein, ich will da jetzt hoch. Das muss doch funktionieren. Das muss doch funktionieren. Funktionieren. Das muss doch funktionieren. Oh, dass man diesen... Mann. Nein, warte, hier kann ich doch hoch, oder? Das müsste doch klappen. Ach, komm schon, warum klappt das nicht? Die kann sich doch bestimmt auf die... Ja, das muss klappen. Habt ihr das gesehen? Wenn es das Letzte ist, was ich tue, das muss klappen. Ich war gerade so hoch. Ey, spring da doch einfach drauf. Wo ist denn dein Problem? Es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Ich werde zum nächsten Part nochmal durchlaufen und es dann am Anfang des Partes probieren irgendwie. Damit wir uns das Level nicht nochmal angucken müssen. Das heißt, ich werde offscreen jetzt einmal das Level spielen und dann... Wenn ich die 3 Piranhas besiegt habe, den Part starten. Und dann gucken wir mal. Das muss ja irgendwie machbar sein. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war jetzt alles total unnötig. Egal. Leeres Gameplay FTW.